Hey Leute, ich bin Jinx und willkommen zurück zu Raft. Das letzte Mal haben wir angefangen, den Empfänger zu bauen und so. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist er jetzt auch gescheit ausgerüstet. Man hat nämlich drei Antennen gebraucht, anstatt nur eine. Und der musste ja auch etwas höher platziert werden. Und jetzt, da wir den auf diesem zweiten Stock haben, den wir hier so kurz gebaut haben, kann man den anschalten und er funktioniert auch tatsächlich. Wir haben zwar noch keine Ahnung, was genau das hier alles bedeutet, aber es sieht so aus, als hätten wir da drüben ein Ziel, also müssten wir eigentlich in diese Richtung, wie es aussieht. Auf jeden Fall, wir waren gerade dabei, darüber zu reden, wie die Zukunft des Schiffs aussieht, was die Architektur angeht, also wie wir es quasi bauen wollen und so. Und ich denke, da können Erd und Ennis uns ein bisschen noch informieren, oder? Weil ich hab die gerade unterbrochen, um die Folge anzufangen. Ja, aber dazu kommen wir noch. Also ich denke, jetzt habe ich noch nicht ganz so einen Plan. Aber sobald es auf jeden Fall realisierbar ist, werde ich auf jeden Fall davon erzählen. Aber jetzt erstmal echt nur so Kleinigkeiten, kleine Ideen, so, grobe Skizzen und so. Aber es ist, also man muss halt mal schauen, welche Möglichkeiten man hier hat, wie man bauen kann. Und je nachdem werde ich dann in eine Richtung gehen. Und ich möchte es schon aussehen lassen wie ein Piratenschiff. Und ich guck mal, welche Tricks man verwenden kann. Ob man vorne diese schräge Spitze eines Schiffs machen kann. Ob ich seitlich auch solche schrägen machen soll oder einfach gerade Wände, weil ist ja je nach Schiff anders. Andererseits brauchen wir wegen dem Haifisch nochmal unten so eine so Stützräder sozusagen. Ja, den Schutz, ja. Genau, und ich guck mal, wie ich das hinbekomme. Vielleicht so eine Fake-Schicht und dann ja, ich hätte noch mal so eine Wandschicht. Ich hätte eine Idee. Du hast ja vorhin eine Rampe hierhin gemacht, ne? Man könnte. Ah, du guckst eigentlich zu. Hallo. Mein Vorschlag wäre vielleicht, zwei Rampen nebeneinander zu machen, ein Fundament Cove zu machen und schauen, ob es dann Cove wird. Vielleicht. Also, ich glaube, die Rampe auf dem Fundament daneben würde nicht kaputt gehen. Weil die ist ja nicht damit verbunden. Ich meine, vielleicht hält diese Rampe den anderen Rampe, weißt du schon. Ach so. Auch wenn man kauft ist. Ja, wir können es mal testen auf jeden Fall, ja. So ist das. Sehr, sehr überlegentlich. Ne, aber ich glaube, die Rampe wird schon immer kaputt gehen, wenn das Fundament da drunter kaputt geht. Also ich glaube nicht, dass es gehalten wird von den anderen, aber wir sollten es mal testen, ja. Irgendwann mal. Guck mal so rum. Als Architekt. Repair ist das? Okay. Oder so ein Dinger, Schutz tatsächlich. Aber, Alter, braucht man schon Rohstoffe, ne? Es geht. Ganz ehrlich, ich würde die Holzfarm gerne einfach erweitern. Weil, wenn wir die nochmal doppelt so groß machen, dann kriegen wir gut Holz. Hä? Keine Samen mehr. Keine. Also ich habe keine mehr, nein. Keine einzigen mehr. Nö. Ja, das ist schlecht. Das ist ein Kokosnuss oder was? Kleines. Nein, Mann. Dinger, Palmsamen. Ich habe Palmsamen 5 Stück. Cool. Ja, besser als nichts. Nimm das Holz, gib mir die Samen. Ich schürfe immer noch eine Batterie. Ersatzbatterie. Hast du die wieder aufgesammelt? Oder? Nein, ich hab die nicht aufgesammelt. Ja, dann sind die weg. What? An und hier, alles gut. Die waren. Hast du die echt unter Wasser gefunden, oder was? Die sind im Netz. Die waren im Netz. Dein Holz war auch im Netz. Also. Ich tue es in die Holzkiste, okay? Nimm's von da raus, zur Sicherheit. So. Also Jungs, 800 Meter noch, 860. In diese Richtung, glaube ich, ja. Es ist also nicht mehr an der Grenze, sondern in dem Kreis schon. Ah, hey? Aber wir brauchen noch, glaube ich, eine neue Batterie. Ich schau mal unten rechts, die Batterie ist fast leer. Ich hab schon eins gemacht. Ah, perfekt. Egal. Echt gespannt, was da ist. Ja, ich erinnere. Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr richtig. Ich habe das mal vor Jahren gesehen. Zehn, ich bin ehrlich. Hä?
Ich habe hier jetzt mal so einen Test. Gucken wir mal, was passiert, wenn der Hai das frisst hier. Mach's doch einfach kaputt unten. Da musst du nicht warten, bis der Hai... Nein, nein, ich mach's natürlich selber kaputt. Mother... Oh! Huch! Okay, okay. Ja, das hält, weil das steht da dran natürlich. Warte, wir sind dann noch nicht fertig mit unserem Test. Okay. Das war erstmal Test. Baustein Nummer 2. Mhm. Ich hab auf jeden Fall Plastik, ja, Gott sei Dank. Okay, ich muss kurz hier Sachen rumschieben, aber dir wünsche ich viel Glück mit deinen Tests. So, wieso habe ich immer eine Kartoffel? Wo bekomme ich eine Kartoffel durchgehend her? Fester wahrscheinlich. Ja, das stimmt, hast recht. Sinn, dass ich das so brauche. So, ich will das verschieben. Ich will gar nichts für das verschieben. Was los? 730 nur. Oh, okay. Ja, langsam war aber sicher, ne? Komm mal. Geh mal da näher ran. Du kannst eigentlich auch ausschalten. Müssen wir eigentlich ganz nicht anhaben. Ja, hast recht. Ist wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Das wäre besser. Ich mach die Betten mal in die ins Ding rein irgendwo. Ins Gebäude. Kannst du vielleicht die Bäume anpflanzen? Das wäre eigentlich sehr. Ja. Warte. Sehr nützlich. Oh mein Gott. Go away. So, lass mich schauen. So. Ich craft schon mal ein paar Paddeln. Ich glaube, die brauchen wir irgendwann. Mhm. So. Wo sind die Dinger? Hier. Shit. Okay. Ich klau mal ganz kurz das ganze Holz, was wir zur Verfügung haben. Ah, ja. 620. 620 Meter noch. Ich hoffe, wir haben Plastik. Oh, Alter, wir haben Plastik. Ja, haben wir wieder. Ja, wir brauchen Plastik für den Boden später. Mhm. Aber jetzt bleibt es ja erstmal so groß, einfach das reicht. Ja, dann sollten wir jetzt einfach so viel wie möglich ansammeln davon. So. Oh, perfekt. Noch 580. Okay. Echt gespannt, ey. Shit. Hat einer von euch zufällig einen Nagel oder Schrott oder so? Ich hab 3 Schrotts. Hoffentlich reicht es, um Nägel zu bauen. Ja, geil. Okay. 555. Oh, holy ass. Oh, shit. Was ist los? Oh, bro. Nein. Was hast du was passiert? War da oben etwas, ey. Alter, ey, Schreck. Alles gut, okay. Das war sehr knapp an ein paar Sachen, ja. Nee, es war schon alles geplant, keine Sorge. Oh. Alles geplant. Ich glaube, wir sollten ein bisschen weiter so, ne? Ja, wenn die 50 Stunden. Ach so. Ja, aber ich denke, das geht noch. Wir sind ja nicht komplett entgegen der Windrichtung. So. Perfekt. Lass mal kurz pennen gehen. Die Betten sind jetzt hier in dem Haus. Hier ist übel dunkel. Ja, ja. Oh, nice. Ich steh schon. Windschutz. Mhm, ja. Er spielt mit den Türen rum. Türen zu. Oh, ich bin am Sterben. Und jemand macht die Tür vor mir zu. 160.
Who do you think? So. Ich weiß wer. Ich glaube, wir müssen paddeln, ne? Paddeln? Den ganzen Weg dahin paddeln. Wohin denn, wenn ich fragen darf? Ja, noch. Zum, halt was auch immer angezeigt wird auf dem Empfänger. Achso, Windrichtung geht nicht in diese Richtung, ne? Ja. Ja, aber wir kommen aber noch ein bisschen näher. Wahrscheinlich ist es einfach nur so eine so eine kleine Floß, oder? Der zeigt das wahrscheinlich an, oder? Oder etwas unter Wasser. Na, nee, also es ist ja schon so ein Story-Ding. Also es zeigt schon was Wichtiges an, glaube ich. Und ja, wenn es was unter Wasser ist, dann wir sind noch nicht dran vorbei. Deswegen schauen wir dann. So, ich lasse das jetzt einfach mal so, dass man weiß, in welche Richtung man geht mit den... Wird immer einst ein Keller. Aber mehr Holz möchte ich jetzt echt nicht mehr verschwenden. Ja, ich würde auch gerne das Holz benutzen selbst, um so, die Baumplantage größer zu machen. Ich habe ja noch 6 Holz hier. Huch, wo habe ich das her? Auf jeden Fall reich. Ich habe noch 27 von irgendwo. Wie gut. Die Netze. Wir brauchen Schwarz. Ja, von den Netzen. Bauen tue ich jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Genau. Von. Aber es ist genau links von uns. Rechts. Zeige jetzt einmal her. Da irgendwie jetzt. Ja, genau, es wird genau da lang sein. Oh. Wow, das war knapp. Ja, 316 noch. Ja, diese Netze sind übel gut. Die helfen echt. Mit dem Holz und so, das ist richtig nice. Oh mein Gott, Jungs, schaut mal, was da links ist. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Zeigt dieser Radar das nicht an? Ah ja, doch. Das ist, wo wir hingehen. Also glaubt ihr, das ist gerade gespawnt mit dem Radar zusammen? Bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich fänd's komisch, wenn... Ne? Wenn es die ganze Zeit schon da wäre. Wir müssen was? Paddeln, glaube ich. Ja, kann gut sein, ja. Obwohl, wir kommen immer anscheinend näher. Anscheinend kommen wir noch näher. Okay. Was ist das, erstmal so? Ja, aber ich sehe es immer wie... Obwohl, nee, wenn ich nach links gucke, wie... Ja, du musst so am Bildschirmrand, muss man schauen. Jetzt am linken Bildschirmrand sieht man es bei mir. Ist ja auch in Minecraft so komischerweise. Ja, deswegen FOV, oder? Wegen dem Field of View? Nebel. War das in Minecraft auch so mit Field of View, dass man dann mittig nichts mehr gesehen hat? Ja. Stimmt, ne? Ja, das haben wir getestet. Ah, da guck ich einfach seitlich. Dann guck mal einfach für immer seitlich, ne? Damn, big thing. Oh, guck mal, was auf dem Dach hat, Alter. Geh mal aber erstmal hin. Auf dem Dach sind so fette Dinger, ne? Satellitschüssel. Genau. Baby, I take that. Oh, Schirm mitnehmen, Alter. Das sind moderne Piraten. Ja, ein bisschen paddeln. Oh, Baby. Ich helfe gleich mit beim Paddeln, ne? Ja, wenn die Richtung geht. Uno momento. Por favorito, ich komme gleich. Es geht auch kaum. Ja, ich hole mir aber nachher eine Getränke in der nächsten Aufnahme, denke ich einfach, ne? Ja. Achso, bin mal gespannt, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch auf jeden Fall. Sieht was aus, muss ich sagen. So. Okay. Jetzt wird gepaddelt, ne? Wo seid ihr da? Wie süß, ja. Wie süß sie paddeln. Nicht so eine Militärdinger. Ja. Ich bin schon gespannt, sind so nicht was. Also. So ein Ding, Alter. Außerirdische und entgegenspringen. Naja. Ich lasse jetzt auf den Schießen. So. Ich habe mal ganz kurz einen kleinen Screenshot gemacht, wie wir drei paddeln. Auf das Dings zu. Aber einfach ganz schnell.
Das ist ein Soldat, das Ding. Eine AK sieht nicht, dass ich auf uns schießt. Alter, guck mal, richtig Dinger so. Nordseestation, Alter. Das ist komplett, Ich mal schon zum Anker. Ja. Yeah. Guck mal, das ist auch komplett versifft mit den, wie heißt das? Lianen. Alter, Anker werfen und hier leben. Was sagt ihr dazu, Alter? Wir haben Windräder. Dann werf mal den Anker, bitte. Ja, Anker geht runter. Mach der Matrose. Okay. Okay. Nee, ganz ehrlich, hier kann man eine Weile bleiben, oder ne? Ah, ich glaube, ich kann man nicht drauf bauen, bestimmt, oder? Nein, niemals. Markus? Nein, nein, man darf nicht hier drauf bauen. B1. Ah, schlafen geht. Kunststoff auf. Und das alles jetzt Items zum. Achso, ich dachte schon. Nee, nee. Also Telefon nehme ich mit? Hinweis aufnehmen. Oh, ja. Neue Notizen zugefügt. Ein Hinweis. Ach hier, Radio Tower. Ach, jetzt gibt's da was. Also nur ein Tablet, Alter. Okay, warte, komm, das schauen wir uns später an, okay? Ja, genau, ich glaube, ich meine, ja. Wir gehen mal. Oh mein Gott, da ist ein Alien tatsächlich. Aber wir laufen erstmal hier durch. Aber nimmt schon mal euer Bogen bereit. Ja, sowieso. E3 ist auch noch. Hier gibt's einen Secret Weg nach oben. Mit bisschen Jump'n'Run. Da drüben, ich zeige euch gleich. Ist okay, ich dachte hier drin. Nein, huch! Egal. Ach was! Guck mal, was hier steht. Got you, Blues. Got you, Blues. Warte, das ist jetzt aber nicht. Es gab früher, vor Jahren, hat so ein englischer Let's Player das gespielt, das Spiel. Und der hat den Haifisch Bruce genannt. Wenn ich mich richtig. War das hier? Erinnere ich mich richtig? All Knower, Alter. Kann sein, dass das ein Secret danach ist. Kann sein. Oh, ich weiß nicht. Ich habe gerade eine fette Kiste aufgehoben mit nichts drin, gefühlt. Das ist doch eine Hommage, oder nicht? Das wäre ein. Ja, oder? Call the Shark named him Bruce. Ah, schau mal, hier. Ja, guck mal hier, ne? Aber ist es. Okay, es müsste eigentlich. Dann erinnere ich mich eigentlich schon richtig. Nein, doch. Guck mal, hier sind auch solche Fangdinger. Robbie. Soll Robbie. Diese Insel von ihm sein, sozusagen. Diese Station von ihm. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die ganze Station wegen dem ist. Robbie. Boat's gone. Bruce is after me. Hey, Mike. Oh. Gonna stay here until I find a way off this place. Mike? Mike Irm Drive? Mike Irm, Alter. Mike Irm ist aber auch überall, ne? Ach, Ennis ist schon oben, Alter. Komm, Erd. Komm her. Hier. Jungs, hier ist ein Hinweis. Ein Hinweis, was? Komm mal zu dir gesprintet. Lass mal den Kameramann mal vor. Trace hinweg. Lass mich mal schauen. Ah ja. Das schauen wir uns dann gleich an. Lass das mal weiter hier umgucken. Oder? Batterie dann, Alter. Ja, das schauen wir uns. Hast du eine Batterie gefunden? Ich hab die ausgesehen, glaub ich, mitgenommen von unserer Station. Das heißt, ist die fast leer? Ja, die ist fast leer. Ja, dann hast du unsere mitgenommen, ja. Oh shit, die ist schon leer. Ja, da hast du unsere mitgenommen. So, tatsächlich. Took boat, won't be back. Steht hier. Jemand hat eine Asia. Hier unten, einfach nur an der Wand. Jemand hat eine Asia-Aktion geschoben, einfach Boot geklaut, abgehauen. Du weißt nicht, wie man Jump'n'Run macht, glaube ich, oder? Oh shit. Guck mal, ich habe die Idee, du musst auf diese Lampe und dann auf diese Air Conditioner, glaube ich. Nein, ich weiß schon. Hey, wie seid ihr da hoch? Komm nochmal. Achso, das Haus. So, ich hab's. Alter, unser Boot sieht schon aus wie so ein Stück von dieser Dinger. Station. Warte. Whoa, okay. Ich stelle von Mike Irm kommt jetzt, ey. Sprung geschafft. Mike Irm. Muss man echt da durch? Alter, haben wir ein fettes Boot. Ey, da hinten an die. Da hinten an die Dings dran. Hat sowas von nicht schaffen, Alter. Alter, hier ist ein fetter Turm, ne? Du musst dich mal rennen, einfach nur springen. Ja, man muss über diese Stange hier drüber. Lass mich mal kurz barfuß über das kaputte Glas laufen. Kann man sprinten? Ja, natürlich kann man sprinten mit Shift. Oh Gott, man kann echt sprinten. Hä? Erd? Bist du nicht gesprintet bis jetzt? Ich weiß gar nicht, ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, ich bin schon gesprintet, weil mein Finger ist immer auf Shift-Taste. Ja, bei mir auch. Ja, aber ich realisiere es jetzt, dass man wirklich sprinten kann. So. Es sieht ja nicht so aus, also Bildschirm wird ja nicht so irgendwie nach hinten gezogen, wenn man rennt oder so. Ja, man merkt es nicht wirklich. Das ist wie hier nicht oben, ne? Is there a utopia? Achievement unlocked.
Ihr seid noch nicht oben, gibt es ein Utopia? Hm? Ich bin schon oben, ne? Ich weiß. Okay. Wart ihr schon hier oben? Nein. Okay, dann warte ich. Nicht, dass ich das auch pick-upen kann, weißt du, dieses Alien-Stück hier. Das Alien-Stück, warte, ich fahr mal auf NS. Aber der killt mich gleich, ne? Ja, dann stirb. So ein Haifischkopf, so. Also so ein Typ mit Haifischkopf. Siehst du den? Kiste. Ja, ich komm hoch. Bauplan, Stirnlampe. Ha, okay, eigentlich halb nutzlos. Hier ist da ein Hinweis auf jeden Fall. Utopia. Huch! Ah, stimmt, hast du. Und nicht Empire State Building, Alter? Hier ist da ein Hinweis. Die haben mehrere davon. Noch ein Hinweis. Blauen Schleier, du ey. Ich glaube, das war's dann. Vielleicht kann man noch hochklettern, aber. Ich will hier schon leben gerne. Ich weiß nicht, ob man. Oh. Ein Köpfer in Wasser geht da, oder? Das le. Oh, fuck. Ja. Ganz hoch nach oben, vielleicht ist da irgendwas. Nee, da ist nichts. Ich bin tot. Ne, es gibt zum Glück keinen Fallschaden, glaube ich. Ich probier's mal aus, warte. Nee, nee, kein Fallschaden, alles gut. Einer muss mir hier eine Räuberleiter machen, vielleicht kann ich hoch. Ich glaube, da oben ist irgendwas. Wir sind schon beide auf dem Boot. Scheiße. Ich komme nicht nochmal den ganzen Weg da hoch. Ich glaube, man kann da hoch, kein Alter, wenn einer hier drunter steht und das ist irgendwo so ein Notizzettel. Nein, da ist kein Notizzettel, aber ich dachte, vielleicht findet man da irgendwas. Ich glaube, da ist nichts. Weil bis jetzt haben die ja so absichtliche Wege gemacht. Juch, Mann. Ja, warte, ich bin fest hier. Batterie mit 1%. Ah, der ist Hashtag 8380. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier eingeben. Mhm. 8. Ah, Leute. People, ja. 8, ja. Hier, guck. 8, 8, 0. Ah, okay. Nochmal in diese Richtung, ja. Alles klar, da haben wir unser nächstes Ziel wenigstens. Eigentlich könnt ihr doch diese Station gleich neben diese Segel, ne, platzieren, dann kann man ja leichter eigentlich gucken, wo in den Segeln soll. Ja, aber ja, das muss einen bestimmten Abstand zu denen haben. Ganz ehrlich, ich bin gerade zu faul, alles zu bewegen. Aber wenn du willst, mach ruhig. Ist ja kein Ding. Nee. Das ist ja scheißegal, wo genau das steht. Oh, stimmt. Ja, die Position wird sich ja sowieso noch ändern. Ja, genau. Also die Antennen konnten man nehmen. Antennen konnten man nehmen mit dem Windräder und. Wenn man diese Items da mitnehmen könnte, aber ich denke, man kann halt nichts damit anfangen. Hm. Wobei die Satelliten, dachte ich, sind verbesserte Antennen einfach. Achso, nee, ich glaube, wir sind einfach nur da, weißt du? Warte. Ich muss gestehen, ich liege hier so seitlich. Mhm. Mit den Füßen auf dem Tisch. Ja. Arsch Richtung Fenster. Standard, ja. Manchmal muss ich mich aber aufrecht setzen. Ich hoffe, das knarrt nicht. Alles gut. Ganz ehrlich, selbst wenn, ich meine, komm schon. Als ob keiner der Leute, die hier jetzt potenziell zuschauen, noch nie einen scheiß quietschigen Stuhl hatten, Alter. Ich meine, ich habe einen Stuhl, der halb kaputt ist, weißt du? So ja, aber ich dachte, ihr werdet toll die Surround besprochen. Es ist okay. Gehen wir erstmal schlafen? Ja, legen wir uns kurz hin. Oh, die Bäume sind auch fertig, ne? Nice. Kann ich schlafen? Kann ich schlafen, Alter. Jetzt kann ich die Vögel, ne? Ich hab echt den Sound von Vogel genommen. Aber echt. Also, falls man das so vermisst. Okay. So. Meine Fresse, es ist echt immer noch dunkel, ne? Trotzdem. Na. Egal. Oh ja, willst du halten? Ja, ja. Wenn er aus der Luft schießen geht, so startet man den Morgen. Ich habe ihn tatsächlich nicht. Eine Möwe am Morgen und weg sind die Sorgen. Genau. Da zitiert er schon den Captain. Ist dann das nächste Ziel, wo wir gerade hinzuschwimmen, ist es dann dieses Utopia? Also das, was man auch im Trailer gesehen hat.
Ich denke noch nicht, oder? Nein. Es war schon zu früh, oder? Vielleicht haben sie einfach nur so ein kleines Intro gemacht. So, das heißt, das da wo ich war, war Radio Tower und jetzt gehen wir zu Wassergarten. Ich glaube, erstmal kommen ein paar Player-Dinger so. Easter Eggs, oder? Radio Tower. Na, ich glaube nicht, dass das auch gerade ein Player Easter Egg war. Ich glaube nur diese Schrift war ein Easter Egg oder Hommage. Aber ich glaube das ganze Ding nicht. Ja, ich glaube das war ein Hommage. Das ist schon 300. Stimmt. Die Möwen nisten auf jeden Fall sehr schön hier. Ich glaube, wir müssen es höher platzieren. Wahrscheinlich höher, ja. Ja, aber ich könnte die Möwen mal selbst machen. Ja. Wir haben wieder ein bisschen Holz, aber ich würde euch mal bitten, das nicht zu benutzen, danke. Mhm. Weil ich will die Baumfarm ein bisschen mehr ausbauen, weißt du? Samen, glaube ich. Ja, Samen brauchen wir. Ich hab zwei? Ich hab nur zwei. Ich hatte nur einen. Was zur Hölle? Das ist, als ob man die Flagge da platzieren kann. Glück ist nicht mit uns heute. Wenn was der Arm mal. Er hat. Wir haben ja auch ein bisschen. Geleitet. Ah, man kann es nicht sichern. Dann mache ich mal den hier. Erz. Ja, schieß los. Wenn du hier Wände baust, kannst du. Lass erstmal provisorisch bei den Wasserdingern eine Wand frei oder eine Tür oder so. Damit man zum Meer gehen kann, damit man die Wasserdinger immer nachfüllen kann hier. Weil sonst muss man so außen rumlaufen die ganze Zeit. Verstehst du? Ah, 33 über links. Ah, Okan? Okay. Ja. Kannst du mal hier so einen Topf herstellen? Ah, genau, der Topf. Ja, wo war der? Hier. Planken, Kunststoff, Metallbar. Okay. Das haben wir alles. So. Perfekt. Perfekt. Und noch einmal. So. So. Der Topf. Oh Gott, der ist riesig, Alter. Das ist echt so eine ganze Küche. Also das ist echt so ein kompletter Tisch. Okay, warte. Alter, das ist so nervig. Bekommt ihr auch die ganze Zeit so ein Unterwassergeräusch? Ja. Ja. Bau ab. Ja, ich hab's mal dahin gemacht, weil. Ja, ist der einzige Platz. Ist jetzt hier? Ich glaube, man kann. Ach, schau mal, wie geil. Man kann die Rezepte da dran. Das ist gut, ne? Warte, ich hab hier Töpfe. Vielleicht kann man damit was machen. Nee. Ja, warte, wie funktioniert das jetzt? Weiß gar nicht. Kann man. Nehmen wir mal. Hier so eine Rübe. Ja, genau, zu mal rein. ich weiß nicht wie. Ah! Man kann die auf die Dinger platzieren. Okay. Warte, ich hol mal Kartoffeln. Ich hab's gerade, Kartoffeln. Okay, einmal. Noch Fische. Haben wir noch von den Fischen? Wir haben von diesem See Brasse, aber ich glaube Hering haben wir nicht, oder? Ich angel jetzt. Ja. Achso, warte mal. Nee, alles gut. Ich hatte irgendwas im Kopf. Scheiße, was soll ich sagen? Stein hier im Kopf, Bro. Was los? Huh? Jetzt, okay. Hab ich gemacht. Und jetzt? Oh mein Gott! Ich hab meine Ente gekillt. Ich hab die weggenommen. Das war halt perfekt getimt. Mein Herd, Alter. Alles gut. Dachte, ich hab's einfach weggebaut und es ist irgendwo ein Krass, Alter. Nee.
Alter, mein Herz. Das sieht mich schon etwas an. Warte, ich kann die Dinger weitermachen. Ganz kurz, wieso kann ich hier das eine nicht abbauen, das eine Netz? Ich dachte mir, dass wir hier uns ein Loch bauen einfach. Weil diese Wasserstände müssen ja hier unten im Keller sein. Weil man die Netze aufheben muss. Mit X gedrückt halten. Tada, oh fuck. Ah, Alter! Oh, ja, direkt kommt er, ne? Er war direkt da, ja. So ein... Huso. So ein Sack. Der Secure ist nicht, kein Sinn. Ja, und hier kann man, hier sollte man jetzt. Ja, perfekt. Kann man ein bisschen nachfüllen oder auch nicht. NS funktioniert nicht. Ich check das irgendwie nicht. Warte, vielleicht ist es dann echt. Warte mal. Vielleicht nicht. Hm? Muss man vielleicht eine DZ nehmen, in Tanz? Ich glaube nicht, oder? Aber warte mal, man braucht doch 100% Planken, oder nicht? Stimmt. Ah ja, guck, Planke platzieren, okay. Genau, dann so. Ja, ja, es geht! Cool. Okay. Alter, es kocht. Es kocht. Was ist eigentlich das Rote jetzt? Was ist für ein Obst oder Fruchtart? Das, ich glaube, es sind irgendwelche Beeren, aber wo auch immer man die hinbekommt, herbekommt, keine Ahnung. Gute Frage. Ja, aus diesen roten Blumen. Kann das sein? Ich meine, könnte sein, wenn die so ein Kuscher ist. Aber... Himbeerpick oder sowas. Guck mal, yellow, yellow, red, white, blue. Black seed, black. Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Dinger sind echt nur für Farben, die du dir gerade anschaust. Wo? Ja, diese Color und Dinger, small. Diese Pflanzen. Ich müsste hier so eine Wiese platzieren. Und das wächst da vielleicht. Weißt du, ich meine? Du willst uns Wiese ja platzieren. Gott, ja, man kann nicht. Ja. Warte. Forschungstisch. Ah, eine leere Flasche. Gott. Was ist los? Stirnlampe im Batteriebau. Ja, genau, das haben wir bekommen beim, bei dem Secret, nicht Secret, bei dem Story-Ding, wo wir gerade waren. Ich bin hier eine Wiese. Erhältst du Gras für deine Tiere, Alter. Achievement unlocked, a more complex concoction. Ach, warte, ich glaube, wir brauchen so eine Tondinge. Shit, lass mich kurz zwei Ton holen. Zwei Tönchen. Eine Tonschale machen. Okay, geil. Ich hab Sauerstoffflasche wegen NS. Oh, nice. Mit Fernglas. Geil, nee. Hat es gelernt. Seht ihr das? Wollt ihr. Was? Sir, ihre Fischsuppe ist bereit. Oh, geil, das dampft. Ja, ne? Ich hätte schon Hunger, ich bin ehrlich. Danke, dann, ich hab's eingepackt für sie in der Box. Minion. Ich dachte, dies ist für den Kapitän. Ja, deswegen habe ich sie ihm auch gegeben. Dem Kapitän. Wurde mir entnommen. Man kann einfach Steine werfen. Du es mir in die Hand gedrückt hast. Ich kann auf jeden Fall die Piratensprache rüber. Guck mal hier, ganz kurz mal für die Zuschauer, ne? Ja. Hier unten wird das untere Kellerbereich. Das ist dieses, ne? Was man von dem Schiff kennt. Man ist ja nicht genau auf dieser Wasseroberfläche, sondern nur eine Etage höher. Ja. Heißt, hier wird diese eigentliche Etage, wo dann das ganze, die ganze Action beginnt. Das Grundgeschoss, ja. Genau. Hier auf dieser Platte baue ich nochmal eine Hütte. Ein Stück weiter nach vorne gehen. Mhm. Und in dieser Hütte, hier ist zum Beispiel dieses Ding, diese Kabine vom Captain, kennt man, ne? Der hat ja, natürlich. Schau. Bett hier und schön in der Mitte. Hier seitlich gibt es dann eine Treppe runter zum Keller sozusagen. Ja. Diese Kajüte, sage ich jetzt einfach mal. Dieser Ausgang wird hier sein, diese zwei Türen. Kommt man auf diese Deck. Mhm. Seitlich wird es nochmal Treppen geben, die gehen dann in eine nächste Etage. Also okay. Hier
drauf, wo wir stehen, kommen nochmal zwei Etagen, aber maximal. Erstmal. So, Stirnapfel haben wir jetzt auch gedacht. Jo. Genau, eins drüber sozusagen kommt dann diese, ne? Diese Ruder. Dieses Lenkrad vom Kapitän, sag ich jetzt einfach. Ja, genau, eins über dem, also hier oben. Genau, also kannst du es dir schon bildlich vorstellen. Ja, klar, auf jeden Fall. Zuschauer, wenn es noch viel zu kompliziert ist, kommen wir einfach dazu. Einfach abwarten, ja, wir kommen dazu. Genau. Wir haben noch 830 Meter, oder was auch immer für eine Distanzeinheit das ist. Und dann sind wir da beim neuen Ziel. Bin ich gespannt, ey. Zum zweiten. Dritten Folge oder? Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, ja. Diese würde ich dann jetzt beenden. Wir haben eine gute Zeit. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sind wir vielleicht noch nicht genau da, aber so kurz davor. So, die nächste Folge fängt auf jeden Fall an, bevor wir das nächste natürlich schon sehen. Weil das entdecken wir dann natürlich zusammen in der eigentlichen Folge. Weil das werdet ihr nicht verpassen. Ja, genau, natürlich nicht. Wollen wir niemals. Und in der Zwischenzeit sammeln wir wahrscheinlich aber noch mehr Holz hier. Ich versuche das hier auszubauen. Erd und Ennis machen was auch immer. Genau. Was auch immer die machen. Was wir tatsächlich, wenn wir nicht aufnehmen, das Einzige, was wir machen, ist halt das allgemeine Bauen zum Beispiel. Was man. Also das, zum Beispiel, ich habe das Gerüst und das. Normale, die Wände ausfüllen oder die Dächer oder Boden, das kann man ja sozusagen auch nach der Aufnahme machen, dass es nicht langweilig ist. Ja, genau. Und zur Umstellung von den Palmen und so, die werden ja auch noch weggestellt. Ja. Aber ansonsten versucht man nicht so viel ohne euch zu machen. Oh, ich habe fast die Möwe getroffen, ne? Aber eines Tages werde ich die treffen. Okay. Das verspreche ich euch. Gut. Okay, Leute? Ja. Diesmal meint ihr auch Atmo? Atmo, oder? Abmoderation. Keine Ahnung, nein, Abmo. Aber mach halt mal. Die Abmoderation. Achso, Abmo, okay. Mhm. Danke fürs Zuschauen, auf jeden Fall bleibt geduldig. Wird noch einiges passieren. Ich bin gespannt, was wir auf jeden Fall in der nächsten Folge da auf dieser Insel sehen werden. Ob es tatsächlich New York sein wird oder nur so eine kleine Insel erstmal, so ein Vorgeschmack auf das. Ich sag jetzt mal New York, weil da war ja so ein Bild auf dieser Kajüte da oben, wo wir waren. Da waren schon ein paar Hochhäuser zu sehen. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich denke zwar nicht, dass wir hier Hochhäuser sehen werden, aber wenn die schon ein Foto zeigen, dann bin ich gespannt. Das, ich meine, das erfahren wir ja in der nächsten Folge, oder? Potenziell. Ja. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen euch alle beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.